Hi, willkommen zurück zur zweiten Folge von Callisto-Protokoll. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge sind wir auf den Planeten notgelandet, wurden festgenommen im Black Iron Gefängnis und da ist irgendwas passiert. Und was da genau passiert ist, das wollen wir jetzt hoffentlich irgendwann mal erfahren, denn ich bin echt überfragt, was da genau los ist. Um das zu erfahren, schauen wir uns doch jetzt mal an, wie es hier weitergeht. Hier im Black Iron Gefängnis. Let's go. So. So. Hier liegt was. Okay. Ob wir den Typen auch noch irgendwann treffen? Lockdown. Ah. Also wir werden hier noch sehr, sehr viele Schächte kriechen müssen. Hier ist Blut. Uncool. Bin durch die Krankenstation durch. Suche noch das Waffenlager. Oh, was? Ah, okay. Da haut er einfach ab. Aber wie ihr gesehen habt, hat er da etwas durch das durch den Schacht geglitscht. Ich spiele auch immerhin, glaube ich, ohne Day One Patch im Moment noch. Ich denke mal, das wird noch dann morgen kommen. Da sollte ich nicht rein. Neue Waffe. Das Lager wurde schon ausgeräumt. Hier liegt nur noch ein Schocker auf. Der besser. Kommt der. Hat der vorher auch schon aus dem Controller gequatscht? Ah ja, Quatsch. Nee, nicht Controller. PV bitte. Ich will ihn auch richtig verstehen. Kehre zum Wachturm zurück. Okay. Geh die ganze Zeit ein. Verschlossen. Irgendwo ist hier einer. Ich wusste es.
Ich hatte mal gehört, aber dass du von da kommst, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Kamera lässt sich echt langsam drehen. Alter. Geräusche überall. Die sind über mir. Ich glaube, normale Leichen lassen nichts fallen. Oh, kommt der eine her. Oh, zweier. Mehrere könnten echt ein Problem werden. Wird es lang hier lang? Ich geh nochmal hier gucken. Okay. Überall die Schreie. Elias Porter. Da lang oder da lang? Geh mal hier lang. Beischleif.
Hallo? Das hört er nicht. Du? Doch. Wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Ich habe Zeit für diesen Scheiß! Okay, habe ich das richtig verstanden? Du stürzt ja und dann geht hier alles in den Arsch. Oh, 521. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Was hast du getan, hä? Sag's mir. Bist du anders? Bist du besonders? Warum wollte der Warden dich leben? Das ist mein Junge. Du kannst es haben. Das Armding will ich haben. Er war hier. Und diese Dinge haben ihn getötet. Na, ja, glaube ich noch nicht. Sieht man hier irgendwas? Nö. Dann gehen wir mal weiter. Halt, da liegt noch was. Paris. Stabil. Sicherheitscheckpoint. Geht's jetzt raus? Nachwirkung. Notwendigkeit. Tun, was getan werden muss. Schwere Entscheidungen treffen. Als ihr neuer Warden werde ich tun, was nötig ist. Für sie, für diese traditionsreiche Institution, zum Wohle der Menschheit. Hm. Du bist wahrscheinlich dafür verantwortlich für all den Scheiß hier. Lokalisiere Elias im Wachraum. Hier ist dunkel. Alles okay. Alter. War ich erschrocken. Das war das erste Mal, dass ich erschrocken war. Da geht's lang. Was sind das für Dinger?
ist egal. Wir müssen einfach nur weg hier. Egal, das ist nicht. Warte mal. Komm schon. Gibt's Geld, Junge? Hab ich alles. Los. Aber das können wir gebrauchen. Nimm das mit zum Reforge. Du kannst damit eine neue Waffe drucken. Dann hab ich Zeit, mich ins System zu hacken. Programm Reforge eine Waffe. Freie Auswahl. Oh, gibt's aber einiges, hä? Kaufen. Was kostet denn mich das? 800. 1020 habe ich. Verkaufen. Ich habe 4 Injektoren, okay. Das war ja, glaube ich, nur zum Verkaufen, gell? Gut. Papierstau. Cool gemacht. Können wir uns gleich Munition drucken, oder? Okay, alles klar. Um hier abzuhauen, brauchen wir ein Schiff. Eins, das du fliegen kannst. Hier gibt's einen, der sich ins Netz hacken und eins aus dem Orbit rufen kann. Leider sitzt er in der Schuh. Hochsicherheit. Verdammt schwer, da reinzukommen. Nervt das Chor? Ja, schon von Anfang an. Ja, die können einem das Hirn aufweichen. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Hört sich hier wirklich gut aus. Ja, ich hatte sehr viel Zeit. Gut, und was jetzt? Die Schuhe? Spazieren wir die einfach so rein? Schön wär's. Aber so einfach wird's nicht, Mann. Ich bin schon lange hier und hab Privilegien, die du nicht hast. Also schicke ich dich woanders lang. Aber ich bin dafür deine Augen und Ohren und führe dich. Lass mich nur nicht hängen. Werde ich nicht. Außer du kennst noch mehr Piloten. Nein, leider nicht. Ich mach dir diese Tür auf. Ich glaube, das wird mit dem kein gutes Ende nehmen. 6 Schuss. Strategisches Zielsystem. Nachdem du einen Komboangriff ausgeführt hast, halte Ausschau nach dem Schnellschussindikatoren beim Gegner. Drücke und halte L2 und drücke dann schnell R2, um den Gegner automatisch anzuvisieren und die Waffe für einen zusätzlichen Treffer abzufeuern. Aha. Aber warum sollte ich das machen? Ah, wenn mehrere sind vielleicht. Das kann sein. Kommt bestimmt einmal eine Übung dafür. Kein Kopf gehabt und macht einfach weiter. Sieht aus, als würde sie infizieren. Ja. Und in diese Bestie verwandeln. Nimm den Aufzug runter zur nächsten Ebene. Folge deinen Schildern zum Medizinbereich. Ich melde mich. Da, wie es hier aussieht, lokalisiere den Medizinbereich. Das Eier? Die. Der Alien hier. Wer baut sowas? Ob man die auch Stealth killen kann? Schauen wir mal.
Scheint so. Ja, das geht. Kann man die zerdrehen? Nee. Huh. Irgendwie hat der Ähnlichkeit mit Kollega. Nur so am Rande erwähnt. Das ist der Infizierbare. Boah, was? Hör auf damit. Munition. Oh, geht sogar. Hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet damit, dass das geht. Munition. Mal her damit. Und mehr ist ja nicht. Hat sich doch aber gelohnt. Wie viel Munition habe ich denn? 3 Schuss habe ich noch drin, okay. Das Inventar müsste man auch mal erweitern, ey. Hm. Überall die Blutlache, aber irgendwie sind hier ziemlich wenig Leichen, ne? Beweg dich leise. Doof. Ja, so langsam habe ich das raus mit dem Ausweichen. Ist nur eine Gewöhnungssache. Wo ist der andere jetzt hin? Da. Boah, 5 Schuss. Okay. Da ist verschlossen. Grünes Kraut, ne? Wir sind ja nicht bei Resident Evil. Hier liegt nichts, nicht meine Audio-File. Ich. Ja, doof. Ich kann sie nicht öffnen. Du musst die Zugangsdaten finden. Such in der Umgebung nach toten Wärtern. Finde die Wärterleiche. Hier ist keiner. Ach hier.
Fall Fahrt raus. Moment, was? Geht leider nicht anders. Nur so kommst du durch die Tür. Öffne die Tür der Bäckerei. Lokalisiere den Medizinbereich. Ja. Taschenlampe wäre echt praktisch. Wir haben hier welche gefangen. Oh, hier ist eine Taschenlampe. Wow. Der bricht doch eh gleich aus. War klar. Geht's hier lang? Da werde ich lang müssen, ne? Und hier? Geh mal da lang. Hier ist nix. Mit Loot sind sie aber sparsam, hä? Komm mal hier. Okay. Jetzt ging das jetzt nur um die Aufnahme her. Munition. Deckt sich das eigentlich alles? 12. Mal sehen, wann ich keine Munition mehr einsammeln kann. Wo geht's hier hin? Dachte ich mir. Da ist immer eine Spritze. Gedrückt halten. Okay. 10 Schuss. Krieg noch was. Credits. Hat sich doch gelohnt, hier hinzugehen. Würde ich mal behaupten. Ich. Was sind das für Dinger? Das ist eine gute Frage. Ja, sind wir noch eingesperrt? Hm.
Okay. Das geht nicht. Aber echt überall, ey. Ey, mach Strom wieder an. Ey, Junge. Kommt der denn jetzt her? Dunkel. Ah, wir im Medizinbereich. Geh weiter zum Hintereingang. Da kontaktiere ich dich. Das mache ich mal lieber nicht kaputt. Ich würde gerne mal das Gefängnis von außen sehen, wie riesig das ist. Würde mich mal interessieren. Wurde eigentlich das Jahr erwähnt? Nee, gell? Wir kommen den Handschuh. Mit Arm. Ich habe einen der Handschuhe von Captain Ferris gefunden. Bist du Chinese? Oder Telekinese, eher gesagt. Na, wo ist das Tutorial? Ah, L2 und X, um die Objekte zu greifen. Hier, und wie lange hält der? Also. Die Energiezelle. Aber wo ist der Gegner? An wen darf ich es ausprobieren? Na komm. Ich hole Betäubungsmittel! Schnell! Es sind Häftlinge auf der Weg zu uns! Du Mutter!
Okay. Sie wussten nicht, was los ist. Irgendwas hat die Leute kurz vor dem Ausbruch infiziert. Warte, schau, das kommt jetzt einer, wo ich das mal ausprobieren darf. Scheinbar wollte jetzt keiner kommen. Nimm's zurück. Ups. Ich kann auch die nehmen. Aua. Ah, jetzt ist alle. Boah. Das war gefährlich. Das Inventar voll für Akkusatz. Also kann ich damit nur einen Gegner hochheben und dann ist alle oder wie? Ich habe zu wenig Platz. Nee, ich bin eigentlich. Ah, egal. Akku war schnell, Alter. GRP-Batterien. Der GRP lädt sich mit der Zeit langsam wieder auf und kann auch mit einer GRP-Batterie schnell aufgeladen werden. Wenn der GRP die Energie ausgeht, während du einen Gegner oder ein Objekt hältst, wird er es fallen gelassen. Der GRP verbraucht, falls verfügbar, automatisch eine Batterie aus dem Inventar, um die blaue GAP-Energieleiste auf den Nacken von Jacob aufzufüllen. GAP-Batterien können auch manuell im Inventarbildschirm verwendet werden. GAP-Batterien können aufgehoben, in Beutekisten gefunden und von Gegnern fallen gelassen werden. Okay. Und dann... Er nimmt es aber nicht automatisch. Jetzt ist voll, ja. Kann man bestimmt auch noch upgraden. Dass das länger hält. 100%ig. So, Batterie habe ich schon mitgenommen. Genau, also die zwei eben waren echt gemein. Da liegen Pillen. Da ist dunkel, ey. Oh, scheinbar ist das der richtige Weg. Gehen wir kurz in eine andere Richtung gucken. Ob ich da nicht was übersehen habe. Ja. Ah, kein Platz. Brauch ein größeres Inventar. Hier riecht's nach Geld. Oh. Das zweite Mal, dass ich mich erschrocken habe. Frech. Welches Spiel? Oh, ein Drucker. UJC Druck zu ihren Diensten. Stabilität, Schaden, Schaden. Ja, kann ich einen Handschuh verbessern. Man kann auch Munition kaufen? Irgendwas ist noch Fragezeichen. Erhöht die maximale Energie. Ja, her damit. Trophäe verbessert. Qualitätsprüfung bestätigt. Nächste kostet 900. Ja, ist zu teuer. Erhöht die Aufladerate durch zusätzliche Kühlkörper.
braucht man da jetzt? Was gibt's denn hier? Oh, echt viel Geld. Wir nehmen mal das hier. Können wir, glaube ich, da was verkaufen, oder? Weil wir haben ja noch... Genau, das da. Aber ich finde hier leider nichts, wo ich das Inventar vergrößern kann, oder? Nee. Handschuh, Waffe, Stab, Munition. Und was hier oben ist, keine Ahnung. Komm. Mal Munition mitnehmen. Oh, das nächste wird nicht freigeschaltet. Schade. Ah, gut. Alles sparen. Schwerer Nahkampfangriff. Drücke R1, um einen schweren Nahkampfangriff auszuführen. Schwere Nahkampfangriffe müssen weiter ausgeholt werden, verursachen aber mehr Schaden. Können mehrere Gegner treffen und sie viel weiter zurückschlagen. Ach echt, wie lange dauert das? Ja, es geht. Okay. Habe ich noch Platz? Nein. Oh, ihr habt viel Munition, ich könnte mal ein bisschen rumballern. Gut, aber wie wir rumballern, das sehen wir in der nächsten Folge vom Callisto-Protokoll. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch einschaltet. Hier bei mir, den Doomsday mit Callisto-Protokoll. Und bis dahin, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.